Hallöchen meine lieben Freunde und ein herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Adapteri, ja. Und zwar hatten wir gestern Nacht von 20 bis 24 Uhr einen Livestream. Und der ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Maximale Zuschauer waren wir, glaube ich, bei 8 Stück. Genau, 8 Stück sind maximal da gewesen. Also habe ich mal gelesen, 8 Zuschauer. Ist sehr, sehr viel. Also ich freue mich eigentlich für das, dass ich 40 Abonnenten habe, dass 8 Zuschauer dabei sind. Das ist eigentlich eine sehr, sehr tolle Leistung, würde ich sagen. Und nach dem Stream habe ich wieder auf YouTube geguckt, gell? Und da habe ich dann gesehen, dass wir 42 Abonnenten haben. Es sind während dem Stream 2 Abonnenten dazugekommen. Freut mich auch sehr, sehr. Und ja, deswegen hätte ich mir überlegt, weil das Stream eigentlich trotzdem so gut gelaufen ist. Es gab eigentlich keine Beschwerden von Qualität oder so. Ja, natürlich habe ich eh schon erzählt, dass es nicht besser geht, aber es gab sonst keine Beschwerden, dass es geleckt hat oder so. Bis auf Eurodax-Simulator hat es mir einmal kurz geleckt, wie ich da im Boden geglitscht bin. Ja, da hatten wir dann Stammbilder, aber das kann mal passieren, ja, ist bei jedem Mal. Und da ist ja trotzdem so gut gelaufen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass heute am 16. Jänner wieder um 20 Uhr ein Livestream stattfinden wird, was wir da spielen. Also ich hätte gedacht vielleicht, dass wir mal kurz GTA 5 probieren, wie GTA 5 läuft. Falls GTA gut läuft, was ich jetzt nicht versichern kann, beziehungsweise ich kann es euch schon sagen, dass es nicht funktioniert, aber wir probieren es mal, ich habe es eh noch nie probiert, probieren wir einfach mal GTA 5 zu streamen. Falls es gut läuft, dann können wir GTA 5 weiterspielen und ihr könnt mich spielen. Falls es nicht gut läuft, dann entscheiden wir uns auf ein anderes Game wie, was gibt es denn da noch für Spiele, irgendein Shooter-Spiel hätte ich Lust, wie, naja, Arma, weiß ich nicht, was gibt es noch für Spiele? Arma möchte ich nicht so wirklich, weil das geht vielleicht auch nicht so gut. Euro Truck Simulator haben wir gestern schon gespielt. Möchte ich heute vielleicht, weiß nicht, den OMSI spielen oder ja, Flight Simulator würde nicht so wirklich jemanden interessieren, gell? Der Flugsimulator. Oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Vielleicht interessiert euch der Flugsimulator, aber ihr könnt. Ich bin zwar nicht so gut darin, muss ich noch mehr lernen. Ich habe es auch noch nicht so viele Stunden gespielt, erst 3 oder 4 Stunden mit dem Joystick. Dann gibt's noch, okay, den Car-Mechanic Simulator würde auch nicht wirklich jemanden interessieren. Wahrscheinlich irgendein Spiel, was wir zur Zeit spielen können. Was gäbe es denn da noch? Bis auf den Euro Truck Simulator und Team Fortress oder sowas. Das, ja. Ich guck mal kurz, welche Spiele ich habe. So, ich bin jetzt wieder da. Habe jetzt ganz kurz geguckt, welche Spiele ich habe, die wir Multiplayer spielen könnten. Und zwar hätte ich vielleicht Starbound können wir spielen. Oder The Forest. Falls wir The Forest spielen, könnt ihr natürlich auch mitspielen. Da können 8 Spieler, glaube ich, maximal rein, gell? Aber ich glaube 8 Spieler waren es. Für die, dann könnt ihr vielleicht auch mitspielen. Vielleicht spielen noch 2 Freunde von mir mit. Vielleicht der Reveal Boy und der Green Fighter LP. Also er heißt ja nicht mehr Green Fighter LP. Er heißt, ja, hier ist er nochmal. Er macht keine Videos deswegen. Habe ich schon länger nicht mehr geguckt. Weiß nicht mehr. Vielleicht spielen die beiden mit. Bei The Forest. Dann könnten wir auch noch Spintires vielleicht auch spielen. Dann könnten wir auch noch. Okay. Emergency 2016 könnten wir auch im Multiplayer spielen, für die Leute, die das Spiel haben. Für die Leute, die nicht wissen, wie man den Multiplayer spielt und mal in die Videobeschreibung gucken, da steht alles drinnen. Und sonst fällt mir kein anderes Spiel mehr ein, das wir spielen könnten. Und ja, welche Spiele wir dann spielen, können wir dann im Stream bearbeiten. Also wir können dann im Stream gucken. Oder wir streamen 4 Stunden GTA 5, falls es funktioniert. Ich kann es euch wirklich nicht versichern, dass es funktioniert. Nicht von der Qualität her, sondern es wird dann nicht einwandfrei flüssig laufen. Bei mir schon, aber bei euch nicht. Und ich möchte natürlich auch, dass es bei euch flüssig läuft. Aber ja, sonst, ja, guckt einfach vorbei, wo wir werden wir streamen, und zwar auf Twitch probieren wir heute mal, weil ich da ein paar Effekte eingefügt habe. Und ja, guckt einfach bei
www.witch.tv/adapt-hd-tv vorbei. Da könnt ihr dann heute ab 20 Uhr den Stream anschauen. Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, sehen uns dann. Ansonsten bis dahin. Ciao, ciao. Never gonna slow down.